Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei unserem Guide Zähmen leicht gemacht. Heute geht es um ein leicht gemacht Video und zwar gucken wir uns auf Scotch Earth den Ölbug an. Der läuft da gerade bei dem Drachen rum und wir wollen uns den mal genauer angucken, was das überhaupt für ein lustiges Viech ist. So, wir nehmen dafür natürlich unsere Schrotflinte, die nicht geladen ist, was natürlich äußerst fatal jetzt gerade ist in dem Moment. So, und der haut nämlich jetzt gerade ab. Ihr seht das. Der kann fliegen und das ist einfach ein Öl-Junbug. Und wir knallen jetzt einfach mal ab. So, die fliegen meistens im Scotch Earth überall rum. In der Wüste findet ihr die hauptsächlich. Und das Tolle ist, da kriegt ihr Öl bei den Dingern. Ne? Ihr geht dann an das Inventar ran, wenn die tot sind. Lebendig funktioniert das leider nicht, meines Wissens nach. Wenn ihr es besser wisst, haut das in die Kommentare, würde mich freuen. Und ihr kriegt von dem halt immer so ein bisschen Öl als Rohstoff. Ne? Und deswegen ist das ganz vorteilhaft. Wie gesagt, das ist auch, wie ich so schon gesagt habe, über den Ölbug nur ein Informationsvideo. Zähmen kann man den leider nicht. Wäre auf jeden Fall richtig nice, wenn man den zähmen könnte. Und dann so als kontinuierliche Ölversorgung so 20 Stück in der Basechen haben, wäre schon geil. So, wir schlachten den jetzt nochmal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Da kriegen wir ein bisschen rohes Fleisch und 31 Chitin aus, wie bei dem Waterbug. So, das war's auch schon. Das war ein kleines leicht gemacht Video, ein Informationsvideo über den Ölbug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir Daumen nach oben da, ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Ich freue mich auf eure Kommentare auf jeden Fall. Wenn ihr Bock habt, auch ein bisschen Ark mit uns zu spielen, kommt mal zu uns auf dem Server. Die IP findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Server heißt The Fallen Ark. Das ist ein Cluster-Server aus verschiedenen Servern bestehend. Of the Island, Extension, Scotch Earth, wie ihr gerade seht. Die hängen alle zusammen, sind auch noch einige mehr und wir wechseln auch zwischendurch mal immer auf wieder auf ein paar neue Server. Wenn ihr Bock habt, kommt dazu. Ich verabschiede mich von euch, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.